Die Fläche, die hier vor uns liegt, ist also, wie Sie sicher erkennen können, Totalausfall, Sturm und Borkenkäfer. Man sieht dort oben auf der Westseite, wie der Borkenkäfer weiter gefressen hat. Und hier unmittelbar vor uns sieht man, wie die Stürme auch weiterarbeiten. Das heißt also, diese letzten Flächen an Fichte, die wir noch vor uns sehen, werden also in den nächsten 2 Jahren auch verschwunden sein. Die werden das nicht durchhalten. Wir haben uns dann entschieden für Lärche, europäische Lärche, Douglasie, Vogelkirsche, Bergahorn und Schwarznuss. Die Schwarznuss ist so ein bisschen deshalb auch nicht allzu viel, Versuchsmodell. Aber sie wird zunehmend im Zuge des Klimawandels mit propagiert und versucht. Und da wollten wir es hier also auf einer kleinen Anteilsfläche hier unten in dem Bereich mit versuchen. Wir pflanzen nicht nur im Harz Bäume. Was Sie da hinten sehen, ist eine Zahl. Wir haben in 2021 17.440 Bäume gepflanzt. In 8 verschiedenen Waldregionen in Deutschland. Und wir haben das mit Kunden und mit Kollegen begleitet. Und die Begeisterung, mit Nature Office das machen zu dürfen, mit der Laura, mit dem Andreas, kann gar nicht groß genug sein. Und die Förstereien, die das begleiten, die das in ihrem Zuhause machen, ich brauche das, glaube ich, gar nicht zu beschreiben, wenn man hier hinter guckt und sieht das, was da passiert ist. Und wir kriegen immer mehr Stürme in der Welt, anstatt weniger. Und es werden immer mehr Bäume umfallen, anstatt weniger. Und zum Thema Klimawandel sage ich gleich noch was. Also das Thema ist ein soziales Engagement, was wir von Sonnepaar auch unterstützen. Und nur alles zusammen funktioniert. Und jeder muss auf seine Art, meiner Meinung nach, einen Beitrag leisten. Muss nicht nur im Wald sein, aber am Klimawandel sich zu beteiligen, ist Pflichtprogramm für jeden. Ich möchte Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen hier im Königeröder Wald. Der Ortsbürgermeister ist auch mit hier. Es ist für uns eine große Freude, dass Sie sozusagen die Bereitschaft erklärt haben, hier entsprechend Bäume zu spenden und sich einzubringen. Und an der Stelle erstmal meinen herzlichen Dank an die Firma Sonnepaar, natürlich insbesondere an Egbert Thiele und seine Mitarbeiter des zuständigen Betreuungsforstamtes, der also sozusagen unseren Wald befürstert, an die Firma Nature Office herzlichen Dank und natürlich auch an alle die, die heute hier sind und mit anpacken wollen. Denn das, was uns in den letzten Jahren passiert ist, kann man tatsächlich auch als Katastrophe begreifen. Sie haben es vorhin, sage ich mal, sehr global auch umschrieben, wie wichtig es ist, einen Klimabeitrag zu leisten. Und es gibt eine sehr, sehr natürliche Sache, um die man sich natürlich kümmern muss, aber wesentlich unaufwendiger ist, wie sozusagen Windräder zu bauen, PV zu errichten. Ja, das ist an der Stelle auch wichtig. Das ist nämlich der Wald, der nämlich ein sehr, sehr großer CO2-Speicher ist. Und der ist uns eigentlich 2018 mit dem Sturm Friederike und den darauffolgenden 2 sehr, sehr trockenen Jahren schlicht und ergreifend abhanden gekommen. So, mein Name ist Udo Krug. Ich bin hier mit meiner Mannschaft aus Nordhausen. Wir freuen uns, dass wir 10 Kunden mit dabei haben, die uns heute hier bei der Pflanzaktion unterstützen. Und freuen uns sehr, dass wir hier einen Beitrag dazu leisten können, dass der Harz wieder ein wenig freundlicher wird und aufgeforstet wird. Auch einen Beitrag für die Energiebilanz leisten, dass der Kohlenstoff gebunden wird bei dem vielen Holz, was hier verloren gegangen ist und jetzt wieder aufgeforstet wird. Mein Name ist Katrin Brandt, bin Niederlassungsleiterin aus Halle. Wir sind heute hier in Königeröde im Harz, machen heute eine Baumpflanzung mit unseren Kunden und mit Mitarbeitern. Wir sind alle fleißig und es macht uns sehr viel Spaß.